Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den PeteSpeed Robot Fights Kurz Profi mit Bram, Jay, Sepp und Peter. Und heute hatten wir einen Vorschlag von Kann Gaming. Den hat Martin gesehen, den hat Martin direkt umgesetzt, danke dafür. Dafür brauchen wir dieses Ding hier. Also nicht das Polizeiauto, das ist nur ein nur zu Testzwecken da. Es geht um dieses kleine Teil, was hier hinten dran hängt. Dieses kleine Teil, was hier hinten dran hängt, werden alle bauen, das haben sich alle gespeichert. Und auch alle benutzen und auch alle so benutzen, wie es hier hinten dran hängt. Und wenn man es mal anmacht, passiert das. Pass auf, Peter, pass auf. Da fällt mir übrigens auf, da ist ja. Oh, Scheiße, der hat mich selbst runtergehauen. Da ist ja schon eine Schubdüse dran, die da unten zeigt übrigens. Also die müsste dann schon benutzen. Ja, aber die ist ja auf Null. Da ist unsere Arena heute. Läuft, wie geht die denn? Man kann die gar nicht mehr aufdrücken, oder? Die kann nur noch. Das bedeutet, geht darum, dass die anderen nachher hier alle oben in der Arena sein werden. Ich muss jetzt mal eben nach oben. Und wer runterfällt, kriegt Leben abgezogen. Also heute geht man nicht darum, die anderen rauszudrücken, sondern die anderen irgendwie, so wie bei Minecraft, rauszuschaufeln. Nur mit dem Auto. Bitte nicht fliegen, das wäre irgendwie so gegen das, das Spiel hier ausmacht. Boah, Peter, du bist gerade über mich drüber gesprungen. Ja, ist richtig crazy gewesen. Riesig du bist. Ja, ansonsten habt ihr wieder 30 Minuten Bauzeit. Ihr dürft gerne 4 Schubdüsen benutzen. Bitte nicht die Special-Blöcke. Und danach geht's dann los. Hab ich noch was vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sehr gut. Dann irgendwer noch nicht an seinem Bauplatz. Ich bin auf meinem Bauplatz. Okay. On my way. Ibims Order. Alles klar. Zeit läuft in 3, 2, 1, go. Okay, also die Arena ist genau ein Block dick. Da. Oder? Wir haben an der Seite noch Wände dran gebaut, damit man nicht einfach runtergeschoben werden kann. Denn heute soll es tatsächlich darum gehen, den anderen irgendwie so runterfallen zu lassen. Oder vielleicht fällt man auch selbst runter. Keine Ahnung, je nachdem, was die Jungs da für einen Quatsch bauen. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass das Ding am Ende nicht schwenkbar ist. Also wenn man sich jetzt ein Auto nimmt, hinten einen Arm dran macht und der dann wie bei so einem Gülletrecker hinten dran die ganze Zeit hin und her schwenkt. Hatten wir gesagt, machen wir besser nicht. Da gehen wir auch von aus, dass es nicht unbedingt effektiv wäre. Bin ich gespannt, was die bauen. Die müssen ein bisschen gucken, wir haben nicht so viel Platz nach oben. Also gerade was so Sachen wie Flippen angeht oder so. Aber ich denke, das wird jetzt nicht das Problem sein. Ja, Arena haben wir natürlich gespeichert. Also wir werden immer mit einer neuen Arena spielen. Wie komme ich denn eigentlich hier wieder raus? Ah, mit der Toilette. Ha! Voll klug. Achso, das mache ich. Ich wollte schon sagen, wer baut denn da? Warte. Alter, hier könnte man saugut. Warte mal, ich springe gar nicht auf Steuerung. Ach, ich Vollidiot. Hier könnte man saugut Adventure Maps machen. In Scrap Mechanic. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. So, gucken wir mal. Wie viel Zeit ist noch? Ach, 2 Minuten. Ist ja noch nichts passiert. Peterchen baut. Oh, Peter baut sehr klein. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, klein zu bauen. Ja, kompakt, wichtig. Allerdings, wenn du zu klein baust, kannst du natürlich auch durch die kleinen Löcher durchfallen, ne? Wir haben das natürlich nicht getestet. Muss man auch dazu sagen. Also, was Frames angeht oder überhaupt, wie lange es dauert, hier so einen Kreis reinzuschneiden zum Beispiel. Guck mal, ob Jay auch so klein baut. Das würde mich tatsächlich wundern. Alles klar. Okay, Bram baut nicht so klein. Ah, der will, dass die Reifen. Also Grip ist natürlich jetzt super wichtig. Und am besten wäre jetzt ein Allradantrieb, wenn man das denn hier so machen kann. Also das machen die sowieso immer. Aber damit du dich rausziehen kannst, wenn du zum Beispiel mit einem Reifen in einem Loch drin hängst. Oder sich vielleicht hochzuziehen über eine Konstruktion, die dich normalerweise flippen würde. Vielleicht kannst du dich damit noch festhalten und hochziehen. Ja, und dann kommt Scar und schmeißt dich runter oder so. Wer weiß. Oh, das ist übrigens, das könnte was für die nächsten Folgen irgendwann sein.
Da haben wir auch schon mit angefangen. Das sind Blöcke, die wie Gummi sind. Also so Flabberblöcke. Warte mal. Vielleicht treffe ich den irgendwann. Da. Tschüss. Und daraus eine Wand zu machen, also quasi, jetzt ist der schon komplett weg. Daraus eine Wand zu machen, so im Endeffekt so ein bisschen wie, wie so eine Klapsmühle. Ich finde, das würde auch ganz gut passen, ne? Das könnten wir auch mal machen. Also modtechnisch ist viel passiert. Also für Jay ist das schon kompakt. Was macht er denn hier wieder? Er macht wieder Arme. Guck mal, Jay. Hallo. Du machst Ärmchen da dran, das ist aber süß. Ja, ja. Das ist richtig. Willst du Liegestütze machen? Ja. Ne, ich hab mir da zumindest was überlegt. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Wäre geil. So. Gucken wir mal. Dann machen wir. Was kann denn die Leute aufspießen? Was backt denn am krassesten? Das hier? Gott. So was? Ja. Gut. Warum? Um in die Wände zu backen, tatsächlich. Ah. Also auch unter anderem. Ja. Und das dann auch volle Pullepacks? Am Motor ran? Ich würde dir mal einen Tipp geben, weil ich bin mir da selber nicht sicher. Aber die Dinger machen den Karton nicht kaputt, oder? Ich check das mal. Guck halt mal, warte mal. Also ich meine, da haben wir ja bei Wer schafft's, haben wir da spezielle Blöcke für genommen, so Spitzen und Sägeblätter. Ja, ja, ich verstehe das. Das soll einmal, die soll nach innen drehen, das soll so rumdrehen. Dann müsste ich jetzt einmal die, warte mal, hier, da dran und da dran. Oh, das wäre schon hart lustig, wenn die das kaputt machen würden. Ist das denn überhaupt erlaubt? Wieso hast du so viele Gelenke da drin? Holy shit. Um Greifarme zu, um nachher so einen Greifarm zu haben raus. Wann okay. Kann ich das denn? Oh, okay, warte mal. Das wäre eigentlich schon witzig, das einfach nur daran zu lassen. Oh Gott. Also scheinbar macht den Karton. Alter, das ist halt das Chaos-Mobil, ey. Jetzt habe ich schon keinen Bock mehr, die dran zu machen. Eigentlich ist das zu lustig. Also ich würde jetzt behaupten, der Bugfaktor ist aktuell am höchsten. Das Bild. Warte, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir das nochmal hier drauf, auf der Stufe. Jo! Oh Gott! Das war jetzt so die kleine Stufe. Wie ist die denn? Ui, 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 ui. Ja, die reicht auch schon. Also ich sag ja, ich mal, berühren noch, möchte also damit bin ich halt unfair. Also damit bin ich halt... Das ist der Wischer, Junge. Ich wisch den... Oh Gott! Ich lass das okay. Mal lieber, ne? Ich mach dann mal lieber noch einen Greifarm daraus. Warum? Da weiß ich auch nicht warum. Ich find's geil. Naja, ja, aber du hast klar, ja noch lockere 22 Minuten Zeit. Ja, sieht doch schon ganz vielversprechend aus. Ich fand's eigentlich geil. Also ich wette, hätten wieder Leute gemosert. Aber auf der anderen Seite kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir das irgendwie ausgeschlossen haben. Denn es macht ja nichts kaputt. Und es ist kein Special Block. Also, warum nicht? Kann ja eine Taktik sein, sich irgendwo reinzubacken. Oh, was hat denn Peter vor? Peter war doch nicht so klar. Holy shit. Alter, finde, bei Peter habe ich mich ja voll vertan. Wieso? Ich habe am Anfang geguckt und dachte mir, holy shit, du brauchst ja Mini-Wini-Würstchenkette. Weil du nur die Plattform am Anfang hattest und dachte mir, du bist mega klein, aber das ist gar nicht klein, das ist Dr. Octopus, Junge. Ja, Mann! Ja, klein wäre ja gefährlich, dann bereichst du ja schon ein kleines Loch und du bist weg. Du musst ja das Gegenteil eigentlich. Ja, genau.
Aber das könnte eine Spinne werden, Peter, ey. Da läuft mir kalt den Rücken runter. Ja, so ein bisschen in die Richtung, ja, genau. Ja, noch ein paar Gelenke. Da hast du 5 in einem. Eieiei. Das ist zu wenig. Zu wenig. Nee, warte. Das ja, war ja, zu wenig Platz. Weiß, weil Blöcke meintest du. Ja, jetzt geh doch mal da weg da. Ah. Entschuldigung. Ja, nicht du. Geht halt nicht. Ich finde die Dinger voll geil. Jetzt weiß ich auch, warum Hunde das so geil finden, wenn Bälle rumfliegen. Oh, tschüss. Oh, shit. Ja, nice. Also, Spindchen ist noch ganz schön. 19 Minuten sind es noch. Wunderschön. Naja, wunderschön. Oh, müssen wir mal gucken, ob das nicht eher ekelig wird. Oh Gott. Aber du machst das schon. Ja, ich bin fest davon überzeugt. Bis später. Ja, da Peter mich aber ganz schön genatzt. Von wegen, ich baue klein. Vielleicht macht selbst sowas Ähnliches. Da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Ne, Sepp ist Mini-Wini-Würstchenkelle-Kompakt. Und der hat was zum Schaufeln, zum Drüberschaufeln gebaut. Fragen wir mal. Okay, hallo. Du hast sehr kompakt und klein gebaut. Und was zum Drüberschaufeln? Ja, ich versuche was Kleineres zu bauen, weil... Ja, große Sachen sind jetzt auch ein bisschen... Hui. Also wenn ich jetzt einfach was baue, was ein Viertel so groß ist wie die Arena, das ist ja Demo. Das ist ja... Muh. So. Ich wollte was bauen, was so ein bisschen spinnenartig sich mehr oder weniger bewegen könnte. Weißt du, wenn die Hälfte von dem Boden dann weg ist, dann kann ich mich halt noch ein bisschen retten. Indem du auf den Armen läufst. Genau, indem ich auf den Armen irgendwie laufe oder mich bewege zumindest, das wäre ja schon ganz okay. Das stelle ich mir sehr spannend vor, weil auf so Stelzen laufen ist, glaube ich, echt schwierig. Das haben wir noch nicht wirklich gemacht, aber ja. Ich habe leider ein bisschen zu viel Zeit. Ich habe noch eine Special-Lenkung reingebaut, indem ich die Schubdüsen mit benutze. Aber ich habe ein bisschen hinten Last. Ich wollte gerade sagen, du gehst ganz schön hoch. Das ist noch nicht so optimal. Ich weiß noch nicht, wie ich das am besten fixe. Ich muss mal gucken, ob ich vorne noch ein bisschen was hinbauen kann. Ja, ist so einfach. Zack. Ja, genau. Und eine Toilette oder so. Genau. Ja, da muss ich noch mal gucken, was da geht. Aber das kriege ich schon nicht. Ich muss jetzt gerade mal eben schauen, dass ich die ersten Beine hier vernünftig hinkriege. So, dann fahren die so aus und die 5 fährt dann Richtung Rot. Also das klingt echt spannend. Ich bin vor allen Dingen mal gucken, wie du dann läufst. Also ja, da bin ich auch mehrere Aktionen reinmachen oder noch ein. Ja, genau. So, und der müsste dann ja so fahren, dass er auf den Boden kommt. So, jetzt haben wir schon mal die Vorderbeine. Haben wir die schon mal. Jetzt brauchen wir noch die Hinterbeine. Kannst du die Vorderbeine nicht einfach kopieren? Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht die Vorderbeine vorne anbringe. Damit ich wieder mehr Gewicht vorne drauf bekomme, weißt du? Oh, das klappt schon mal sehr gut hier. Oh, ja, aber weiter vorne, also die kannst du ja nicht auf die Schaufel machen, sonst bewegt die sich ja nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber die Schaufel, ich muss auch gucken, dass ich die Schaufel nicht beeinträchtige, dass die halt noch funktioniert. Mhm. Ja, noch gar nicht programmiert, fällt mir gerade ein. 90 Richtung Blau. Klingt sehr interessant. Oh, jetzt ist gleich Halbzeit. Ja, ungefähr jetzt. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktionieren wird, beziehungsweise wie das funktioniert. Da bin ich auch noch sehr gespannt drüber. Klingt aber ganz gut. Hey. Gehen wir mal zu den Dennis. Ja, okay, Sepp hat mich nicht gefoppt. Der baut tatsächlich klein. Aber auch wieder nicht so klein, weil er die Spinnenarme da dran macht. Ja, Bram hatte ja von Anfang an schon relativ groß gebaut. Der hat die Spinnenarme mit den Reifen. Im Endeffekt haben wir so bei Peter, Sepp und Dennis
so ein bisschen die gleiche Herangehensweise, ne? Lange Arme, auch wenn die Größe des Korpus, sag ich mal, unterschiedlich groß ist, setzen alle so ein bisschen auf lange Beine. Wieso ist hier so eine Plattform? Setzen alle so ein bisschen auf lange Beine. Wobei Brammert sich wieder um. Mensch, nee, hat er nicht. Was hat er denn hier gemacht? Das sieht doch nicht sehr groß aus. Wait. Okay, was machst du mit den 1000 Lagern? Ach du Scheiße. Ja, Moment, das ist noch nicht richtig. Hast du mir gerade den Finger ganz gezeigt? Richtig. Nee, ich hab dir nicht den Finger gezeigt. Leute, willst hüpfen? Warum will über? Eigentlich hüpfen, aber das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Achso, du hüpfst dann auf der Stelle, ne? Du hüpfst natürlich nicht weiter nach vorne. Ja, genau, ich würde halt gerne. Da muss sie anstrengen. Nach vorne hüpfen. Ich glaube, dann dürfen die am Ende nicht in der geraden Stellung sein, oder? Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ich bin noch ganz kurz andere Grundfunktionen noch schnell am Festlegen, weil ansonsten geht mir gleich die Zeit flöten. Ich wollte gerade sagen, es kommt mir gerade heute so ein bisschen so vor, als hätten die Leute Zeitdruck. Finde ich ganz spannend, weil die Grundmechanik, die haben wir vorgegeben mit der Kartoffelkanone und das Auto ist jetzt eigentlich auch noch was Pferd. Aber trotzdem sind alle ein bisschen am Struggeln. Finde ich gut. Du weg. Sollte ich sagen, dass die Leute mal dran denken sollten, die Kanone hinten dran zu machen. Meine ist schon hinten dran. Ja, eben. Und ich glaube, du bist der Erste, wo ich das Ding hinten dran sehe. Aber hey, ansonsten bauen wir die am Ende sowieso einfach hinten dran. Und dann haben sie halt keinen Fahrtest damit gemacht. Hatten wir das nicht irgendwie schon mal? Wir hatten das. Doch klar, Mann, wir hatten doch schon mal so ein Fahrzeug für die Olympischen Spiele, wo man da über die Stange springen musste. Ja, das hatten wir schon mal. Aber ich weiß nicht, ob wir da Schubdüsen benutzt haben. Ich glaube aber nicht. Boah, das ist schon ewig und 3 Tage her. Das Fahrzeug habe ich. Ah, wie lange habe ich noch? 11 Minuten. Alles klar. Fehler gefunden. Ah, sehr gut. Dürfte ich auch noch hinbekommen. Du musst ja, mal kurz ab. Gucken wir mal kurz, was Bram denn da jetzt für einen Fehler gefunden hat. Also ich finde es komisch, dass die sich so X-mäßig, so halb X-förmig aufbauen und nicht einfach in eine Richtung. Also im Endeffekt müsste er nach vorne. Zwei die Frage. Nach vorne ja, drücken. Ja. Oder? Ich weiß nicht, wie die Physik hier in dem Spiel ist. Aber auf jeden Fall in eine der Richtungen. Muss man halt ausprobieren. Vielleicht hat er es rausgefunden. Da ist der. Und der gibt es da, aber. Jupp. Sehr gut. Ja, ist noch genug Zeit. Also jetzt sind noch 10 Minuten. Chrisse. Ja, das war wieder beim Springen. Die Füße müssen ja am Ende auch in die richtige Richtung gucken. So. 1, 2. Ja, soll Bram da mal bauen. Na, mal gucken, ob er das hinkriegt. Tatsächlich finde ich ganz schön, am Ende erst zu wissen, ob es denn auch wirklich funktioniert. Deswegen lassen wir das mal so ein bisschen offen. Gucken wir mal, ob sich Jonathan nochmal umentschieden hat bezüglich seines Wischers. Nice, Funktionstest, genau richtig. Finde ich super. Bleib mal da stehen. Ich passe genau dazwischen durch. Ja, okay. Menschen sind doch nicht meine Feinde. So, wo mache ich jetzt die Schubdüsen dran? Ah, wer weiß. Ja, hinten. Naja, überleg nur, wo. Die Achso, nee, also das Ding musst du ja auch noch dran machen, ne? Naja. Wieso hast du so einen Teil nach oben? Nicht. Ach, wenn du geflippt bist, oder was? Ja. Glaubst du wirklich, dass das passiert? Ey. Sicher, sicher, Mann. Ja, das stimmt. Warte mal. Ich würde mir jetzt gerne was sagen. Das kommt weg. Also ich meine, ich glaube, er sollte die Schubdüsen, der hört mich ja jetzt gerade nicht.
Ich glaube, er sollte die Schubdüsen vorne dran machen, so, weil wir eben festgestellt haben, dass diese Kartoffelkanonenmechanik, schon besser, wenn man die hinten dran macht, extrem viel Gewicht nach hinten bringen. Thruster auf volle Pulle. Dadurch, dass die ganze Zeit ballern. Kann ja einer, ich meine, das ist ja egal. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Ding jetzt hier rankommt, so zum Beispiel, ne? Das baust du ja selber da dran. Ja. Ja, ja, ach so, aber ach so, okay. Warte mal. Moment mal. Die Kartoffelkanonen-Dinger nenne ich jetzt mal, ja. Ich dachte, die baust du dran. Baut ihr ja selber hinten dran. Und die schießt nach unten. Moment, so rum ist das, oder? Ja. Oder? Ja, sieht doch gut aus. Das ist schon hinten, ne? Ja, weiter hinten geht ja nicht. Alter, nee, es ging ja nur daran. Ja, das ist super. Das wird hoffentlich leiser mit Kartons. Ging ja nur daran, nicht vorne dran zu machen oder an den Seiten. Na, okay. Also ey, wie gesagt, ich bin ja, wo die drei Jungs am meisten drauf schauen, außer Peter vielleicht, aber dann werde ich immer am meisten immer hops genommen. Ja, dann hast du, glaube ich, doch bisher ganz gut umgesetzt. Alter, ja, mal gucken. Geräusch. Alter, das ist ein schlimmes Geräusch. Jetzt ist die Frage, kann ich das Ding noch schneller machen oder nicht? Und macht das Sinn? Weil die drücken ja trotzdem mich im Zweifel raus. Ja, geh mal hochgucken. Haben wir es immer im Stress. Ja, der hat irgendwie das Ding irgendwie nicht fertig zu werden. Dann merkst du mal, dann fängt er an zu fragen, wie lang noch ist. Aber gut. Verschaffen wir uns nochmal eine Übersicht. Peter, oh guck mal, da ist ja noch der Schleimblock. Ich hoffe, der hat Peter jetzt nicht irgendwie behindert. Naja. Also Peter hält immer noch an seiner Spinne fest. Ist auch mittlerweile, sieht es fertig aus. Also zumindest von Weitem. Ich kann auch nicht ganz erkennen. Also bei ihm ist logischerweise da hinten. Und ich glaube hier hinten dran, ja, er hat so eine Spinne gemacht. Da hinten ist dieser Körper hinten dran. Da wird wahrscheinlich dann auch... Was ist da dran? Leute, ihr müsst doch das Ding da dran bauen. Zeit ist in 4, 3, 2, 1. Vorbei. Ach, das Geräusch ist jetzt schon entspannt. Oh ja. Super sweet. Wo kommst du denn da drauf? Also, das ist sehr schön. Ja, aber da gab es ein bisschen Zeitprobleme. Das heißt Probleme, aber... Ich glaube, viel gemalt wurde nicht. Oh, danke. Bin nur dabei. Danke. Ich weiß nicht. Wir kommen hier manchmal Schüsse an bei mir. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Vielleicht ist vielleicht schießt der mal rüber zu dir. Oh, da ein Ding fliegt! Nee, das ist das fliegende Ding, was Martin doch gemeint hat. Das, was abgehauen ist. Oh mein Gott! Das ist hier. Oh, lol, da kommt es wirklich. Alter, das ist die ganze Zeit bei mir rumgeflogen. Ich dachte, wer schießt denn hier die ganze Zeit auf mich? Nee, das ist ein Prototyp. Oh, kann Peter den einfangen? Hast du? Das ist wie der goldene Schnatz, Peter. Ohne Scheiß. Das dreht sich gerade wie so eine Uzi da unten am Boden. Filmen statt helfen. Jawohl. Sehr gut. Peter hat den Schnatz gefangen. Ein Harry Potter, Junge. Dann präsentieren Sie Ihr Auto. Wer sind die Car? Oh, bei Sepp an. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin aber extra am Ende nicht nochmal gucken gekommen, weil ich bei allen wissen will, ob das funktioniert, Christian, was die sich da ausgedacht haben. Ich hab was gebaut, was dich glücklich machen wird. Das weiß ich noch nicht. Das sieht schon mal schön aus. Silberpfeil. Ganz klar. Das neue Modell hat er auch bisschen kurz. Wo ist hier das Rot? Ah, da am Knopf, da ist die kleine rote Stelle. Sieht doch jetzt nicht so aerodynamisch aus. Doch. Ja, aber... Das ist der kleine Kartbruder quasi. Bitte was? Mal einer an. Kannst du das normal machen? Er will sich fangen, wenn er durch ein Loch fällt. Ja, vor allen Dingen, okay. Ja, den Dr. Octogonopus. Hast du das noch hingekriegt? Ja, warte. Alles klar. What the shit? Was ist denn? Hast du das noch hingekriegt? Ja, klar. Ja, man musste mal ein bisschen gucken, wann man die Tasten drückt. Das,
Aha. Das habe ich einfach nicht so ganz trainieren können, sage ich mal. Kein Problem, sieht aber ganz geil aus. Ja, okay, ach ja, stimmt. Hast du da Ding hinten dran gemacht? Ja, hast du. Yes, sir. Der Jay dachte, ich baue das hinten dran. Also, nee, ich habe das noch dran gemacht. Sehr gut. Ja, geil. Also, ich finde es schön. Sieht gut aus. Ob die Funktionalität, die du haben wolltest, dann geht, ja, sehen wir dann. Aber mal gucken. Ist schon mal nice. Gefällt mir. Optisch. FM Uhrzeiger sind weiter. Peter. Okay, ich stelle mich heute meinen Ängsten. Meinen Urängsten. Oh, eine Spinne. Oh, eine Spinne hat Peter gebaut. Ihr habt absolut korrekt. Ihr habt recht. Ihr habt absolut korrekt. Oh, Alter, du hast sogar das mit den Augen gemacht und so. Aha. Alter, schon breites ist das Ding, so movable, ey. Ja, das ist eher so ein Weberknecht, ne? Hui. Mhm. Was ist das eigentlich für ein fancy Move? Das heißt, du bleibst nicht überall hängen. Was ist das für ein fancy Move, die Reifen einmal zu drehen? Das ist so. Ja, weiß für ich die nicht, Zuschauer. Gesagt. Ich dachte mir, so fahre ich normal und wenn ich irgendwo hängen bleibe, kann ich die Reifen einfahren, um mich irgendwie wieder aus dem Loch rauszuhubbeln. Ah. Das war meine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Sieht aus wie ein Dance-Move, finde ich voll nice. Ja, Alter, ich bin die tanzende Spinne. Ja, yeah, baby, yeah, Breakdance. Eigentlich ganz nice. Ja, mal gucken, du bist natürlich auch sehr hoch, wenn du so fährst, aber. Das Ding sehr breit. Ich glaube, du fährst. Ich glaube, ich kann unter dir einfach. Ich wollte gerade sagen, Sepp auch. Das kann ich auch. Sepp fährt einfach mit Peter durch. Und was ist hier unten? Achso, das ist auch eine gute Idee. So kannst du keinen mal hochheben. Stimmt. Kann jeder mal gucken, wenn er möchte. Ich habe in meinem Arsch habe ich das Ding versteckt, aber ich kann das umändern, weil das, glaube ich, nicht ganz regelkonform ist, weil es nicht ganz am Ende des Autos ist. Echt, war das Regel ganz am Ende zu sein? Also, ich dachte, es geht halt darum, dass das hinten ist, damit du nicht an die Seiten machst oder vorne. Ja, das kann gut sein. Aber ich wollte das kurz mal selber angesprochen haben, falls da jemand ein Problem hat. Warum ist eigentlich vorne ein Knopf an? Das ist die viel wichtigere Frage. Ja, wegen dem, was ja, er da gerade macht. Wegen dem ich bin ausgefahren. Das Auge guckt gerade halt. Ja, genau, das sieht sich so an, Junge. Geil. Eins ist aktiv. Ja, nice. Spinne. Boah, das sind sehr unterschiedliche Fahrzeuge, die ihr da bisher habt. Also, finde ich geil. Das stimmt, Alter. Was und ist Jay. Das denn für ein Monster? Oh, Jay hat noch komplett fertig gemalt, okay. Es sieht aus wie ein Pokémon. Raketenabschussrampe. Wie ein Pokémon? Pokémon? Was ist das denn für ein Pokémon? Ein hässliches Behindertes. Du bist da. Shiggy. Also, ich habe Shiggy gebaut. Eine Sache hättest du ändern müssen, und zwar die Sachen hier, diese silbern sind, hättest du alle weiß machen müssen, hättest du deine Stammfarben genommen. Hä? Mhm. Schwarz-Rot-Weiß, ist das Jays Stammfarbe? Ja. Ah. Aha. Mhm. Aber du hast einen Häcksler gebaut, also da hast da bin ich sehr gespannt drauf. Wir haben mal geguckt, der macht warum der. Warum du das gebaut hast oder einfach nur das für so Lulz? Ja, hat einen Grund. Okay. Aber es macht keinen Karton kaputt, das haben wir schon getestet. Okay, weil das wäre jetzt so ein bisschen meine Vermutung, dass wenn sich da dreht, die kaputt ja, außer machen, nee, das macht die Kartons eigentlich nicht kaputt. Okay, ja, das ist ja cool. Das wäre auch schlecht für Jay, ne? Also. Ich glaube, wenn du vor dir, wenn du so drei Reihen Kartons durchgehend vor dir wegmachst, wo du hinfährst, wäre jetzt nicht so klug, sich dein eigene Loch zu schaufeln. Ja, sieht ganz interessant aus. Ich weiß hier so ein bisschen, was das macht und die Intention dahinter ist. Mal gucken, ob das denn auch so funktioniert und sich durchsetzen kann. Gucken wir mal. Ja. Okay, Dennis, hast du es noch hingekriegt? Ja, nicht mit alles anmalen, aber drauf geschissen. Ja, anmalen ist egal. Die Funktionalität will ich wissen. Schau jetzt. Weil da hattest du noch was du ändern musst. Ja, guck mal, ist doch. die Augen, Alter. Das ähnelt ein bisschen Petersheim, ist nur sehr flach. Ein Ösi. Sieht aus wie eine Krabbe oder so. Ein Ösi. Holy moly, ey. Noch ganz kurz. Dann wolltest du uns mal kurz zeigen, wie. Ah. Er hat gleich nochmal Spawns, Bram, ist das aber weg. Ein pinker Frosch. Jetzt sei denn, er speichert das jetzt. Oh, er kann zeigen. Natürlich echt, kann er? Hast du den Finger gemacht? Das ist wichtig. Ja, letztes zeigen. Mal konnte er nicht zeigen, glaube ich. Alter, du hast sogar vier ich Finger gemacht. Ich kann zeigen. Sehr ich gut, war. Alter. Yo, Junge. Hey. Kannst Peter einfach auf die Hörner nehmen oder auf die Ich wollte gerade sagen, also wenn du unter Peter durchfährst und die Dinger anmachst, dann könnte das aber auch sehr spannend werden. Ja. Okay. Geil. Muss ich wohl doch tiefer gelegt fahren. Sag ich mal hoch. Setzt euch schon mal in das Eulichen. Bin mal sehr gespannt. Ich hab echt versucht, kompakt zu bauen. Ich glaube, da hast du hier einen Vorteil. Ja, weiß ich kann noch nicht. Sein. Da finde ich witzig, weil es gibt halt zwei Herangehensweisen. Also Sepp und du, ihr seid
Also ich meine, gut, Sepp ist kompakt, du hast es versucht. Peter und Bram sind eher etwas größer. Ich habe den mal versucht. Der hat ein Mal gucken, warte, welche Taktik hier zum Ziel führt. Es gibt 3 Leben für jeden, ja, wer runterfällt. Auf zum Atem. Und das wird ein bisschen Gefissel. Also ich würde sagen, wer mit einem Teil den Boden berührt, der verliert halt ein Leben. Da muss ich eventuell ein paar Mal runterkommen und vor allen Dingen auch nach ganz unten. Jeder hat 3 Leben. Uiuiui. Okay. Ja, gucken wir mal. Erste Runde. Also, achso, und die ballern. Ich starte genau, schon mal den Ballern. Warte, ich sag. Ja, genau, fangt schon mal an zu ballern. Ihr ballert hier eh in ein Loch. Und das Ding bitte durchgehen anlassen. Ja, und dann geht's los. 3, 2, 1, Abfahrt. Ich bin gespannt, was mit den Frames passiert, ey. Ja, alles klar. Ja, schon unterirdisch. Ja, ist okay. Okay. Ja, man und? Sieht schon die ersten. Also, man kann schon sehen, wo ihr langfahrt. Oh, da ist der erste schon am Kopf. Sepp ballert schon irgendwo hin, aber kann sich ganz nicht mehr. Was machen wir hier eigentlich? Oh Gott. Okay, gerade oh nicht viele Frames. 6 Frames. Einfach mal rein. 6 Frames aktuell. Kein Problem. Alter. Yo! Ja! Ah, oh, jetzt Jay. Da, auseinander. Stand kurz vorm Kipp-Out. Perfekt. Perfekt, sagt er. So. Guck mal, Jay backt in der Wand fest. Was? Was dein Ziel war, sich in die Wand zu wacken? Was ist das denn für eine... Oh, da wird Bram aber geflippt von Sepp, hat er aber so ein bisschen was gegen. Oh, ist das schön. Also irgendwie in meinem Kopf... Ja, also ich hab ein Loch unter mir jetzt schon so langsam. Also in meinem Kopf ging das irgendwie ein bisschen schneller, die Dinger wegzuballern. Aber Framtisch ist wieder alles super. Langsam, langfährt. Ich kann mich aber auch nicht mehr bewegen. Oh doch! Oh. Ey, schieße ich die Wand erstmal auf. Na guck mal. So. Bin back, Jungs. Ah, jetzt ja. Also festhängen ist natürlich heute so eine Sache, wenn du am Boden festhängst. Ey! So nicht. Oh. Alter. Und geht der bei Jay ab? Ja, Jay schießt in die Luft. Ich glaube, wir brauchen hinten ein paar mehr Kanonen. Ich glaube auch. Ja, mehr Kanonen. Das ist gut. Also ich habe zumindest 40 Frames gerade. Das ist schon okay. Yo, hey! Nicht den Kommentatorenstand hier kaputt ballern. Glas geht auch kaputt. Ey, shit! Stimmt, ich hab die Brücke schon angefangen kaputt zu bauen. Das stimmt hier oben. Alter, wenn du die Schneise durchziehst, fällt das runter, weil das ist nur hier hinten festgemacht. Ja, da kann ich ja nichts für. Ja, das ist schon richtig, aber lustig ist es schon. Ich mal ein Loch hier. Also ich versuch zumindest. Kanonen. Ja, wir sind alle dabei, euch das zu bauen. Ja, ich würde sagen, für die nächste Runde bauen wir mal noch so ein Ding hinten dran. Ja, oder 3? Ja, oder 3, dann hätten wir zumindest 4. Nee, dann sind die Dinger nicht mehr steuerbar irgendwann, ne? Ja, also, ja stimmt, ja. Du hast irgendwann zu viel Force. Warum? Das ist doch überlegen. Null Schub auf der hinterste Schubdüse. Was? Habe doch gesagt, null Schub auf die Schubdüse. Ja, aber, ja, die, aber trotzdem die, Schub. Die bewegen meinen Wagen halt trotzdem. Ja. Peter! Kurzwitz! Ich bin so gespannt, wenn. Also, es reicht ja ein Block, dass das Ding nicht runter. Ey! Hier oben krieg ich schon wieder Dinger ab! Ja, warum? Oh, Alter, Peter ist raus! Nee, Peter hält sich noch fest. Aber... Das ist ja noch besser. Da bin ich ja... What the fuck, Alter? Naja, eigentlich zählt das ja nicht. Ich da mal wieder rein. Oh, warte mal. Habe ich die Kanone ausgemacht? Dann komm wieder rein, nee, Peter. Jetzt ist sie an. Kannst du mich wieder reinsetzen? Dann kann ich versuchen. Ich weiß nicht mal, wie ich mich halte, wenn ich ehrlich bin. Du bist mit den Reifen oben drüber. Aber bei mir bin ich nämlich drunter. Ich bin nur am Abbaggen. So. Jetzt muss ich hier wieder raus. Oh, scheiße. Nee, ich bin sicher. Bumst den Bram, war eine gute Sache. Oh, ich fahr da mal meine Stelzen aus hier. Jetzt habe ich mich mal gewehrt hier. Ja. Ich glaube, ich muss auch neu spawnen, oder? Ja, komm mal rein. Sagen.
Also an den Seiten rausschieben ist natürlich nicht möglich, aber wenn da gleich ein Loch ist und da wird einer rein katapultiert, dann ist fair. Dann sieht das schon wieder anders aus. Und ich glaube, es ist langsam soweit. Hey! Jay steht im Weg. Der Peter steht auf der Scholle. Jay, Spielverderber. Wir sind noch gar nicht fertig hier. Hä? Wie hä? Da fällt es! Oh! Oh mein Gott! Peter schieben! Oh, Peter! Oh, oh. Peter schieben jetzt schnell! Hinkommen! No! Alter! Peter ist am Boden. Peter hat Leben verloren. Hat uns da weggeschoben. Also irgendwas war dann da. Also was dann aber auch für ein Riesenteil direkt runtergefallen ist. Ich dachte, das wäre nur die linke Seite. Ja, hab ich auch gedacht. Aber, jo. Okay, und Peter verliert das erste Leben. Wir bauen jetzt wieder um. Dann können wir weitermachen. Jo. Jawohl. Peter hat das erste Leben verloren. Belastend. Alle anderen haben noch drei. Das Loch ist schon ziemlich... Ich find's echt krass, wie groß das Loch ist plötzlich riesig, ist. Ey, das war so das ist wirklich riesig. Peter und Bram haben beide an zwei verschiedenen Löchern gearbeitet und haben daraus ein großes gemacht. Die haben sich einfach geküsst, die Löcher. Ja gut, also, schmeiß die Motoren an. Ich würde sagen, nächste Runde. 3, 2, 1, go! Weg von diesem Loch! Weg von diesem Loch! Jetzt ist die Taktik natürlich eine andere, denn ein Loch ist vorhanden. Ich werde immer wieder zurückteleportiert. Hä? Langsam bewegen sich alle in Peters Ecke. Da rein in die Olga! So nicht. Oh, what? Okay, ich bin... Was passiert hier? Bei mir fliegt's. Ihr seid alle ineinander. Außer Sepp, der ist gerade dran abgeprallt. Ich bin abgeprallt einfach, was ist da denn los? Jay liegt auf Bram und Peter drauf. Und, oh Gott, der fliegt manchmal weg oder kommt er wieder zurück? So, Peter ist, nee, Peter ist nicht mit seinem Arm. Ich hab klar, was hier gerade passiert. Peter ist in Bram drin oder so. Okay, das ist schön. Jay hat sich richtig verhackt hier. Jay hat sich richtig reingebackt. Das war ja auch sein Ziel so ein bisschen. Was passiert da? Hier dreht sich was. Oh mein Gott. Peter ist am Abgrund gerade. Da geht was. Ja, ihr steuert gerade richtig ab. Und Bram und Jay sind gefährdet. Oh nee. Oh. Nee, das war Peter da unten drunter. Peter. Peter ist unten. Peter hat das zweite verloren. Oh Gott, guck, ob ich hier hänge, Alter. Mach die Dinger aus. Mach die Dinger aus. Alles klar, danke. Alter. Oh mein Gott. Also ich werde das jetzt nicht nachbauen, weil mich interessiert, ob das heute noch hier durchgesäbelt wird. Aber Peter, ich habe Peter da unten gar nicht mehr drunter gesehen, aber der war ja noch unten drunter. Und ist da leider am Boden gelandet. Das war die Nummer 2. Dankeschön. Holy moly. Ganz schön hubbelig mittlerweile hier oben. Oh, oh Gott! Ja. Nice. Schon mal geübt? Durch das Hubbeln kann man halt noch kaum noch lenken, ey. Das ist richtig kacke. Peter hat schon wieder Leben verloren. Ja, der ist belastend, ey. Meine Spinne ist einfach spinnig drauf, ey. Ich glaube, keiner mag Spinnen, Peter. Das ist das Problem. Ja, das kann sein. Nicht mal Peter. Da heißt Peter nur ein Leben. Geht für den schon lass um alles. Lass mal tanzen. Woo, ich bin die Spinne, ich tanze. Und dann machen wir weiter. Nächste Runde geht in drei, was? Schießen wir weiter oder hören wir damit auf? Schießen weiter, oder? Wir schießen weiter. Ja, okay. Ich dachte, wir immer weiter. Ja. Okay, nächste Runde. In 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, keine Frames. Ja, ich hab voll Angst, um eine Kurve zu fahren. In den Boden. Ich kann kaum fahren hier. Peter, dance bei mir jetzt durchgehend. Ja, hab ich auch absichtlich gemacht. Fand ich lustig. Gott, ich kann mir nicht lenken. Aua! Ah, Bram versucht sich direkt schon wieder an die Spinne zu heften. Ich hab Jay macht da auch irgendwelche komischen Moves. Ich kann mich nicht bewegen. Bram hängt in der Wand. Jay kann sich nicht bewegen. I rescue you. Alles normal. Oh mein Gott. Was macht ihr denn da? Keiner. Was ist denn jetzt hab's hier? Hab's versucht. Wie ich hätte, glaube ich, nicht mehr rauskommen. So Moment. Gucken wir mal. Oh mein Gott. Peter nimmt jetzt Anlauf. Jay. Oh Gott. Das wird Jay macht. Soll ich mich da hinsetzen oder soll ich so bleiben? Jetzt pass mal auf. Jetzt. Mal. Jay haben wir auch noch rausgekriegt. Oh, oh, jetzt. Geil, jetzt ist Sepp auch da drin. Oh mein Gott. Aber keine Sorge, Leute. Okay, jetzt kommt Peter. Kommt. Eine Sekunde. Moment. Jetzt.
Highway to. Okay. Oh mein Gott. Zack. Ich bin frei. Ich bin frei. Sepp ist frei. Yes. Der Spinner hat nicht so viel gemacht, wie ich hoffte. Na gut. Da muss der Moderator einschreiten. Ja, dann muss ich hier runter. Oh, scheiße. Ja, oder Bram holt sich jetzt selber raus. Geht ja natürlich auch. Ich kann ihn irgendwo hier hinstellen. So. Nice. Ey, Moment, der steht auf der Plattform. So, ja, jetzt geht weiter. Ah, hallo, Herr Bram. Da kommen doch die, da kommen ja die Spinnfäden der raus, oder? Können Sie mal, Herr Apel, was machen Sie da hinten eigentlich? Ich meine, da wird ein größeres Loch gemacht, hä? Der buddelt da klammheimlich zum größeres Loch. Lass mich noch mal kurz hier runter. Ist ja nicht mein Start. Ey! Ram, komm mal runter. Du Ficker! Oh, lol. Lol, nein. Oh ja, du Arsch, Gott. Ey. Also, hau dich selber halt raus. Gott. Ja, das ist einfach komplett. Ich komme hier nicht hoch. Peter, was tust du da? Ich häng fest. Bau ein Klo hin, Christian. Ja, unser Schiedsrichter hat das nicht gesehen, Peter. Mach einfach mal weiter. Mach einfach mal weiter. Ich hab nichts gesehen. Der Schiri nicht sieht. Ist auch nichts passiert. Nichts passiert. Gar nichts passiert. Nee. Sehr gut. Oh, da fällt was Großes runter. Uiuiui, hier ist aber auch Löcher an Löcher, ey. Löcher, 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 Löcher
Und jetzt liegt Jay auf der Seite und ist mit seinen, mit den Teilen, mit denen er unbedingt in die Wand backen wollte, ist er jetzt im Boden gebackt. Oh, aber die Schüsse sind potenziell gefährlich. Ja, Quatsch. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt? Nee? Ja. Nee. Oh mein Gott. Wo ist denn Sepp? Da ist Sepp. Ich versuche von A nach B zu kommen. Das ja, guck ist mal, so, nicht so einfach. Ich glaube, so fühlt man sich, wenn man auf den Mond fährt. Das schon. Oh, Bram, vorsichtig. Ich schieße aber noch hier auf den Boden, wenn ich mal so angucke. Du schießt noch nicht nach oben. Nee, ich schieße auf Brams Reifen. Ja, richtig. Ich guck das auch gerade an. Sepp hat sich dazugelegt. Der schießt jetzt auch noch eine Runde nach oben. Was hat er denn da für eine Nummer geschoben, ey? Guck mal, jetzt greift der Jay. Oh, what the fuck? Ah, oh, guck mal, Jay. Nein, noch nicht. Ich dachte, Jay ist... Was tut der Junge? Ich weiß es nicht. Benard, kannst du mal die zwei da rausholen? Weil ja, muss ich wieder hier hoch. Dann sehe ich wieder nicht, was passiert. Kein Ding, eine Sekunde. Mach mal kurz hier aus. Das ist Jay. Weil die Zeit, die beiden da festhängen, nutzt Bram die ganze Zeit, um das Ding da größer zu machen. So, dann können wir weiterfahren? Ja, wenn ihr steht, ist alles super. Fahrt mal weiter. Danke. Versucht mal den Bram da aufzuhalten, dann wird ja, nicht so. Ich finde das eigentlich ganz gut. Oh mein Gott. Oh, der hat Zap. Oh mein Gott. Und versucht den da mal weiter. Oh, da ist er jetzt gleich über dem Abgang und Abgrund. Ja, das ist so ein steuerbares Ding. Einmal mal rein jetzt hier, komm. Oh Gott! Oh Gott! Bram ist da. Die Plattform ist schon wieder beschossen. Was mach ich denn jetzt? Hey, ich bin gerade oben angekommen. Hallo. Ja. Oh Gott, was macht Jay denn da denn? Ja. Jay ist wieder frei, weil Sepp sieht aber gerade schlecht aus, aber ich finde auch geil, dass Bram nicht versucht, ihn da runter zu drücken, sondern weil er nicht scheiße Löcher gerät. Oh Gott! Komm, wir ziehen, wir hauen Sepp runter. Komm, mach! Hau weg die Sau! Ich helfe dir nochmal gucken, ob ich hier nochmal was wegmachen muss, dann schieben wir Sepp runter. Ja, Christian, ich brauche Anweisungen, wenn ich den da befreien soll. Nee, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn Jay versucht, den da runterzuschieben. Was ist denn Schmuh? Weißt du, gerade wurde hier befreit und jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, weil zwei dann kaputt waren. Ja. Wir brauchen noch so drei. Vor allem, guck dir mal, wie Jay da hinfährt. Ich kann halt nicht jetzt anders. Jetzt halt schon wieder. Ich geh mal vorn zurück nur. Und Bram fährt. Wieso sieht das so aus, als wenn Bram nach oben schießen würde? Ah ne, das ist Sepp. Das ist Sepp. Oh Gott! Alter, da krieg ich Panik. Jay schaufelt sich, glaube ich, hier auch sein eigenes Grab. Ja, das ist einfach unsteuerbar. Gleich sind wir durch, Jungs. Easy. Ja, aber wohin? Also du musst, wo willst du dein Loch denn dann machen? Das heißt, du musst ja mit zwei Reifen über dein Loch. Naja. Ah ne, muss ich gar nicht. Ja, es sei denn, du machst halt, ja. Aha, ich kann einfach rückwärts machen. Komm, lass mich doch mal frei, du Kackspiel. Yes. Geil, Sepp steht wieder. Alles und klar. Weiter geht's. Rein in die Olga. Oh mein Gott. Oh, nice, Sepp. Okay, rein in die Ecke. Bram und Jay tanzen jetzt zusammen. Hey, was tust du denn da? Weiß ich selber nicht. Oh mein Gott. Was? Oh, Bram. Bram fliegt. Bram wurde rausgeschmissen. Bram ist allein. Bram würde wieder reinkommen. Komme. Ich hab jetzt ein bisschen Angst. Ja, Jay ist am Kopf. Was war? Hä? Ja. Nice, Jay. Warum hat er das denn jetzt gemacht? Jay's Auto hat einfach keinen Bock mehr und flieht. Wieso ist er? Setz dich einfach über den Jay hinweg. Ich muss weg. Der ist einfach was hat er denn da gemacht? Das war ja komplett random. Nee. Warum hat er das gemacht? Komm mal wieder rein. Ja, das ist absolut steuerbar bei mir. Ich komm da nicht hoch. Wie, du kommst da nicht hoch? Bram, ist da noch? Ich komm da nicht hoch. Mein Spiel setzt sich jede Sekunde wieder 2 Sekunden zurück. Ja, dann komm außen hoch. Geil, Zeitreise. Du kannst auch außen an die Stangen, die da unten sind, einfach eine Toilette dran bauen. Das war's. Leg ich denn nicht bei euch auch? Ja! Woo!
komme da nicht hoch. Jetzt bin ich nach außen gefallen. Jetzt bin ich bei mir im Baumodus, Alter. Das ist unspielbar, dieses Spiel. Ganz ruhig, wir müssen ihre Sepp hat Leben verloren. Okay, warte mal, jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen. Ich glaube, Jay hat noch 3 Leben, Bram noch 2 und Sepp auch 2. Ja, guck mal, Mensch, nächste Runde. Guck mal, Jay gewinnt anwerfen, 3, ja, 2, wow, so will ich nicht gewinnen. Oh, ich glaube, Jay gewinnt heute. Ich glaube auch, Jay gewinnt. Das passieren Dinge. Greif einfach jetzt. Gut, du vorankommst, Jay, lol. Mein Gott, ey. Schieb jetzt endlich. Oh, das ist gefallen. Riesiges Stück ist gefallen. Oh mein Gott, da kann ich reinfallen. Ja, glaube ich schon auch fast. Da kommt Jay. Ah! What the fuck? Jawohl, Jay ist wieder drin gelandet. Was ein Move, Junge. Lass mich doch mal hier mein Loch bauen, du. Fickt euch, ich hau euch jetzt einfach raus, ich will nicht mehr. Am liebsten würde ich die Kanone ausmachen und euch nur noch schieben. Alter, ich... Das ist einfach zu schön. Hauptsache Unreal Tournament funktioniert. Ja. Ah. Ja, Jab. Mann, was willst du hier, du kleine Kakerlake, ey? Hau ab! Jay, darf man vor allem nicht so nah an die Wand ran? Wie groß soll dieses Loch werden? Ich mach die Dinger schon extra nicht an! Ich weiß auch nicht, was der da macht. Wie groß soll dieses Loch werden, an dem du da arbeitest? Alter, ey, ohne Scheiß, dreh ich mich die ganze Zeit bei mir? What the fuck? Ich weiß nicht, was du bei dir machst. Ja, du fährst auf der Stelle, genauso wie ich, weil das ist halt schwierig hier zu lenken. Ist halt ein Hin und Her. Weil du an jedem Loch hoppst. Ich will halt angreifen, ich will zu Bram, ich kann nicht! Ich glaube, Jay's Auto ist durch die Kartoffelkanone auch ein bisschen beeinträchtigt. So ja, aber lass doch mehr dran bauen von den Dingern, ey. Ja, dann würde jetzt der Bodensteller verschwinden. Ich würde es gut finden. Ich komm nicht, ich geh immer weiter weg von euch. Was ist das? Was wird denn das dieser, jetzt? Dieser lass mich doch mal da jetzt bauen, Junge. Nein, niemals, Bram. Das kann doch nicht wahr sein! Das Schöne ist, selbst wenn er versucht, selber runterzufahren, kann er nicht. Oh doch! Ich hab Bram gekillt! Was ist denn los, Bram? Kurz vom Explosion. Alter, Spots ab, Mann! Jawohl, guck mal, da haut er Bram und Sepp rein! Und Sepp ist auf der Seite! Rein! Ich also weiß nicht, was hier passiert. Da fest. Ja, Sepp hängt komplett mit einer Seite im Boden. Ich hab keine Ahnung, was hier passiert. Okay. Mhm. Ich finde, du könntest mal ein bisschen kooperativ fahren, ja? Ich fahr so kooperativ, das glaubst du gar nicht. Kooperativ? Was? K-Pop. Oh, Alter. Ja, 14 Frames, Junge! 19! Zumindest schon mal was geholfen. Die Fingerchen halten da, glaube ich. Ich kann Sepp nicht wieder freigeben, wieso nicht? Mal einfach die Blöcke unter den Weg. Hin, genau. Okay, muss noch jemand befreit werden? Bram, weiß nicht, Jay scheint frei zu sein. Brams Finger. Brams Finger sind im Boden. Okay, Bram, du darfst deine Finger nicht in so was reinstecken. Oh, Jay, wurde gebaitet. So. Guck mal, 50 Frames hier. Los geht's. Flucht. Alles klar. Oh nein. Jay ist gebuggt. Oh. Ich häng fest. Kein Problem. Ich fahr hier die ganze Zeit nur... Ram, ich bin mir da nicht so ganz sicher, dass ich das hasse diese Spiele! Alter! Oh Gott! Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Nee, aha! Endlich Kollision! Sepp hat sich wieder auf die Schnauze gelegt! Oh Mann! Oh, ja, jawoll! Oh Gott! Jay legt sich erstmal hin! Was ist das? Jay hat sich erstmal auf den Rücken. Was ist das? Guck mal, stehst du wieder! Fahr doch mal! Das ist ein Format bei uns, Jay. Da muss man Bilder raten. Was ist das? Diese pure Verzweiflung. Nein, ist einfach ein Ding. Meine Bram steht da, der perfekte will runterzuschmeißen. Ja, Mann! Kann auch nicht. Ja! Da passiert nichts. Alles doch. Released! Das Jay ist runtergefallen! Ach, schade, jetzt hat er Leben verloren! Leute, guck mal, wie ich hier hänge!
Hast du den Boden denn berührt? Ja, ne. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Stopp auf Wirbel sehen. Alter, ich krieg da nichts von mit. Alter, wie kann man denn so da rein? Guck dir das an, ich bin gar nicht mehr in dem Wagen drin. Guck mal, ich hab fast das Loch gemacht. Guck dir mal, was der Wagen da macht. Ich bin nicht fertig. Jetzt macht der Wagen gar nichts mehr. Aber ja, du wirst halt durch die Kanone extrem beeinträchtigt. Ich finde das sehr faszinierend. Ja, super. Das ist schon krass hier. Das Schöne an der Gesamtsituation, muss man sagen, ist, dass Jay Leben verloren hat. Dadurch haben alle noch zwei. Alle noch zwei. Alle haben noch zwei Leben. In greifbarer Nähe. Und ich würde sagen, mach mal die Dinger an. Nächste Runde 3, 2, 1, hopp. Aber ich muss so, Bram fährt, ist ja, Bram ist ja, das ist ja wohl dir klar. Oh, Bram, rechter Vorderreifen ist leider nicht. Ah ja. Ich fahr einfach an Sepp vorbei, der kommt hier nicht an. Komm hier wirklich nicht an. Das, ich hobbel so. Da, da jetzt. Nee. Aber Bram konnte sich retten. Sich. Jay ist auch im Weg. Oh, ja, Bram, schön. Was machst du da? Ja, was mache ich da vorne? Ich schneide hier weiter. Geh mal weg da. Wo hast du denn da angefangen? Oh! Oh, Bram wurde gekickt! Da fliegt er und fällt und hat den Boden berührt. Da verliert Bram das zweite Leben. Oh mein Gott, oh, guck mal, ich kann steuern. Woo! Ja. Oh, ist das schön! Alter, es fühlt sich so befreiend an. Woo! Es ging jetzt schneller, als ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ja, während Jay sich da noch aufstellt, für Bram geht's um alles. Der hat sein letztes Leben. Jay und Sepp noch zwei. Sind alle fertig, werf die Dinger an. 3, 2, 1, go! Trittet da einfach nicht mehr. Alter! Alter. Oh. Bewegung! Was ist das denn jetzt hier? Wieso dreht der sich denn einfach komplett random? Ja, wegen dem Boden, Jay. Ist doch klar. Und der Kanone. Ja, hauptsächlich wegen der Kanone. Ich glaube auch. Ey, Bram, jetzt hör mal auf, da weiterzumachen. Warum? Du wirst dein Lebenswerk niemals beenden werden, Bram. Als ob er das... Dicke Reifen waren vielleicht auch ganz smart. Ja, ohne Witz. Tatsache. Die Kleinen, die hubbeln einfach nur. Ich kann überhaupt nicht lenken. Das macht, das will. Der Jay ist schon wieder auf dem Weg zur Wand. Nee, jetzt soll ich. Ich bin hier gefangen in dem Loch. Ich zerschieß mir gerade den Boden unter mir. Ich bin gefickt. Jay sitzt auf einem Ast und sägt richtig hart dran. Was machst du denn da? Ich. Ihr, oh, was? Was sage mal weg. Da? Oh, ja. Weiter geht's. Auf Bram drauf. Und jetzt geht es aber ab. Oh mein Gott. Wohin? Was passiert denn hier? Voll in meine Fresse rein. Yo, Sepp ist raus. Also über die Kante gefallen. Der muss wieder reinkommen. Ich glaube, Jay folgt ihm gleich. Nee, ich häng fest. Ja, setz Jay mal auf den Boden, sonst muss er wieder rennen. Ich finde, das ist eine der schrecklichsten und gleichzeitig lustigsten Sachen, die wir jemals gemacht haben. Ich will das Elend auch nicht abbrechen. Das ist viel zu schön. Ich bin gleich da, kannst Jay. Du bleiben. Da kannst du gerne kaputt schießen. Ja, und Jay und Sepp zuckeln ja auch Richtung Loch. Ja, weiß nicht, was Jay hier vorhat. Ganz rauswerfen, was denn sonst? Dann ist das Ziel für Profi. Frage ist da so ein bisschen, ob Bram weiter. Oh! Geht. No! Und Sepp fliegt und fliegt! Leute, Jay aber fliegt! Nicht. Ihr seid beide geflogen, aber das ist keiner. Das ist unfassbar! Und Jay ist raus! Woo! Easy! Aber wie ihr das beide gemacht habt, nicht über das. Also, ihr wart über dem Loch, aber nicht da runter zu fallen, ist ja. Hey, 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 mach mal hier die Kartoffelkanone aus! Ja, warte. Ich bugge hier gerade, glaube ich, ein bisschen fest. Nur seine Vermutung. So, wir sollen aber bestimmt schon mal anmachen, wa? Ja, Arsch! 3, 2, 1! 3, 2, 1, go! James, letztes Leben, Bram noch 2, Sepp noch 2. Nein! Nur noch das Stückchen, oh Douglas, sehe ich doch richtig, oder? Da dürfte ich doch eigentlich langsam durch sein. Ich glaube, da fehlt noch ganz viel. Bei mir ist hier noch ein großes Löchlein. Also hier sind einige Sachen, die noch nicht durch sind. Aber Sepp scheint Probleme zu haben, der hängt in einem Loch. Da ist ja nichts Neues.
Ja, nee, aber das ist mittlerweile groß genug, dass der reinfahren kann und dann... Probleme bekomme, ja. Ja. Abraham! Oh mein Gott! Ach komm ey, ich hänge an jeder Scheißecke hängen. Wie auf mich zu, wenn er einfach so und dann wieder zurückfährt. Oh Mann ey, da will man einfach da hat er an jedem Müll hier. Jay, jetzt mach mal einen Abgang, Gas gegeben und versucht und Joe! What the fuck, Alter! Chill, Jay! Fuck! Jay, raus! Hä, was denn? Du bist außerhalb der Arena, du bist bei Selbstbauplatz. Komm mal bitte zurück. What? Hasse dieses Spiel. Wie er einfach in den Mond verschwunden einfach ist, Team Rocket Style. Ja, das ist echt krass. Ich kann schon nicht mehr lachen, was einmal alles wehtut. Ja, genau so war das gerade. Und das Geile ist, Jay hat es nicht mal gesehen, weil es geleckt hat. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen, Mann? Ich teleportiere mich immer wieder zurück. Gib einfach alles, Jay, wir glauben hart an dich. Alter, das ist schwer. Das ist wie dieses Zurückteleportieren bei Tag, ja, wenn die Server komplett am Arsch sind. Nein! Jetzt bin ich doch weg davon. Oh, Jay entered the ring. Player 3 has returned. Oh mein Gott, nicht runterfliegen. Okay, okay, dafür ist Sepp weg. Ich kann nicht mal runterscrollen, so lange dauert das. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Was willst du denn runterscrollen? Ja, der muss dann ja spawnen. Der muss ja das Fahrzeug spawnen. Oh, währenddessen hat Bram jetzt sein Loch fertig. Hä? Was ist das denn, was hier steht? Gott, Jay findet sein Fahrzeug nicht mehr. Da gut, wenn man sich den Namen. Ey! Bram, machst du mal die Kanone wieder an? Na guck mal, da ist doch Jay. Sepp ist da, Jay ist da, ist alles super. Oh mein Gott. Kann gar nicht besser laufen, ne? Also ich hab ungefähr einen Frame. So, was da hat Bram Loch gemacht, guck dir an. Oh Gott! Ja, schade, Jay ist noch nicht am Boden. Jay ist Wait, der ist nicht am Boden? Der hängt, glaube ich, noch so ein paar Millimeter über dem Boden. Ich würde sagen... Kommst du da wieder weg, Jay? Der hängt aktuell über dem Boden, der berührt nicht den Boden. Das weiß ich doch nicht, ob ich hier noch wegkomme oder nicht. Ich meine, kannst du irgendwas machen? Ja. Jetzt ist er raus. Jetzt hast du ihn berührt. Danke. Oh mein Gott, ich wollte extra noch da hinfahren. Absicht oder nicht, wir werden es nie erfahren. Ja, Bram, mach mal Kartoffelkanone aus. Nee, aber ich hab's ja nicht gesagt, dass die aus. Doch, mach die mal aus. Oh wenn ich das richtig im Kopf habe, haben Sepp und Bram beide noch bei 2 Leben. Und sind im heutigen Finale. Jetzt ist nicht mehr lustig, jetzt ist Jay draußen. Macht mal schnell jetzt zu Ende. Ja, okay, 3, 2, 1, go. Oh mein Gott, und zack, sind die Frames weg. Bram will einfach nur sein Loch gebuddelt sehen. Oh mein Gott, was ist bei mir? Oh, weiß ich nicht. Oh mein Gott, wieso fliege ich? Könnte mit der Kanone zusammenhängen. Hey, was passiert? Boah. Döbra! Ist er jetzt in Sepp drin? Nee, ist er nicht. Er fliegt einfach nur. Komm schon. Woo! Ja, schön, Bram. Oh, Bram. No! Ja, komm mal rein. 45 Minuten Feind alleine. Ey. Das ist schon Wahnsinn. So, weiter geht's. Weiter geht's, sagst du? Oh. Da ist schon ein gutes Loch drin. Ja, die Richtung stimmt, aber ich glaube, durch das kleine Loch passt Sepp nicht. Release Kraken. Oh mein Gott. Was machst du? Nee, Bram! Oh, und tschüss. Oh, scheiße. Na, komm, Sebastian. Ja. Dann machen wir weiter. Okay, Bram ist wieder da. Zwei Frames. Komm schon! Keine Ahnung. Oh! Sepp ist raus! Und Bram hat mich rausgeballert! Oh Mann! Oh, das heißt, wir kommen gleich zu einem Matchball für Dennis! Hui! Yeah. Bramen, komm! Hau weg die Sau! Wenn Jay für einen ist, ist immer schlecht. Ja, Bram, bist du bereit? Ja, Sigi. Echt? Seid ihr schon fertig? Was? Wo seid ihr denn? Ja, hier, zack, rein! Ja, weiter geht's! Vielleicht die letzte Runde, wenn Sepp nochmal rausgeht, aber vielleicht kann Sepp auch den Matchball von Bram abwehren. Wer weiß. Oh, der hat schon getrödelt. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott.
Erstmal ist Bram jetzt auf Sepp drauf. Potenziell gefährlich. Alter, wie diese ganzen Dinger hier unten am rumwobbeln sind, ne? Alter? Jay und ich sind gerade Arbeiter hier unten. Wobbeln die bei dir auch die ganze Zeit, Peter? Tatsächlich nicht. Bei mir wobbeln die hier unten alle. Knapp daneben. Komm schon, Sepp, jetzt fahr doch freiwillig mal da rein. Vielleicht schön, weißt du, wieder in der Mitte ist ein riesengroßes Loch und ihr versucht euch die ganze Zeit in dieses kleine Tüppelchen da reinzudrücken. Nee, versuch überhaupt nicht. Ich versuch überhaupt hier was zu machen. Ich kann überhaupt nicht steuern hier. Das ist belastend. Und das ist sowieso, das ist wie bei YouTube in 0,25 Geschwindigkeit Videos gucken ist das hier gerade. Ja. Für die Leute, die zu viel Zeit haben, können das ja auf 0,25 gucken. Ja, noch langsamer. Oh, Ram hat mich rausgeballert! Oh mein Gott, das ist, ja. Das ist richtig. Ram hat es geschafft, mich von der Seite zu catchen, ja. Wartet! Das war's! Wartet, dann hab ich's geschafft! Das war's! Ja, Ram hat gezählt! Die Folge! Yeah. Profi! Sehr gut, Ram! Sepp wird Zweiter, Jay heute Dritter und Peter Fünfter. Diese Niederlage fühlt sich wie ein Sieg an. Danke! Warum. So, das ist das Kunstwerk, was wir am Ende geschaffen haben. Ich finde, hier ist so ein... Oh, Mann, das hat eine scheiß Idee. War das ziemlich lustig zwischendurch. War eine Mischung aus Scheiße und Mega. Ja, gucken wir mal, was passiert wäre. Nie wieder. Ja. Ah ja, dann wäre alles runtergefallen. Also ungefähr vier Blöcke. Nie wieder ohne dich, also immer mit dir? Ohne dich. Wir haben es auf Kamera. Oh, Geilheit. Also, das kommt dabei rum, wenn man eigentlich geile Ideen hat und dem Kopf ein bisschen besser funktioniert als dann in echt. Aber hey, da machst du nichts, so ist das nun mal. Ich hab gelacht. Ich hab so viel gelacht, dass mir der Bauch wehtut. Deswegen, ich hoffe, euch hat das genauso unterhalten wie mich und Peter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.